Hallo und willkommen bei einem kleinen Let's Play von Tavernenmaster. Und man denkt, das Spiel probiere ich mal aus. Steam. Alles gesehen. Und man denkt, den Spiel, den gebe ich jetzt mal eine Chance. Schauen wir mal, wie lange wir das spielen. Hey, dann. Neues Spiel. Willkommen in deiner Taverne. Du wirst für die Verwaltung und das Wachstum deines Unternehmens verantwortlich sein. Zieh dich um, bewege die Kamera, indem du bei gedrücktem Scrollrad oder mit WSAD ziehst. Ah. Gut gemacht. Wow, ich kann die Kamera bewegen. Du kannst die Kamera auch drehen, indem du die rechte Maustaste gedrückt hältst und die Maus bewegst. Aha. Okay. Weiter. Die Taverne sieht gar nicht aus wie eine Taverne. Eine Wand fehlt. Es gibt keine Tür und kein Fenster. Lass es uns beheben. Achso, sobald irgendwie Maus aus dem Bildschirm verschwindet. Weiter. Oh Gottes Willen. Zuerst bauen wir eine fehlende Wand. Klicke auf die Schaltfläche Wand bauen. Wand bauen. Und Druck nehmen wir gar nicht mehr. Okay. Wir brauchen eine Tür. Wie wo ist denn eine Tür? Warum da? Mag aber nicht da. Und ein Fenster brauchen sie natürlich. Ah, no. Nur ein Fenster. Gut gemacht. Lass uns jetzt ein paar Tische und Bänke kaufen. Zurück. Kaufen. Die ersten Tische. Ja, gut. Mag aber nicht da. Lieber Gott, X und Z. So würde das merken können. Brauchen wir ja noch Sitzblänke. Um genau zu sehen, wie gut unsere Taverne beleuchtet ist, kannst du auf diesen Progression klicken und die Lichter. Ah, okay. Das kleine Licht. Respekt. Muss aber an die Wand. Nur da geht's. Okay. Gut gemacht. Jetzt, wo wir genügend Plätze für unsere Gäste haben, wäre der nächste Schritt, Bier zum Servieren zu kaufen. Bier. Um das Bier zu kaufen, sollen wir zuerst in die Bar gehen. Klicke auf die Bar, um das Menü zu öffnen. Wir haben derzeit nur Wasser. Ah. Was haben wir denn überhaupt? 83, ja, mehr wird nichts mehr. Wir nehmen nichts ein. Und weh, das Bier schmeckt scheiße. Gut gemacht, wir haben jetzt einen Platz, auf dem wir die Leute sitzen können. Wir haben Getränke, die wir servieren können. Und das Letzte, was fehlt, ist Personal einzustellen. Ey, was muss man denn noch alles hin oder? Öffne das Personal. Barkeeper. Dann haben wir denn. Jeden Tag bekommst du neue Kandidaten zur Einstellung. Wähle eine dieser vier aus, indem du auf die Schaltfläche einstellen klickst. Getränke einschenken. Der druckt aber nur drei. Zu viel schneller ohne. Zieht jeden Tag 7 mehr Kunden an. Von 8 Getränke zieht jeden Tag 7. Trägt 4 Getränke. Trägt 5 Getränke zieht jeden Tag. Von 8 Getränke gleichzeitig tragen.
Der Hugo? Der Hugo war noch ein wenig schneller. Aber du, der kann nur 3 Getränke. 5 Getränke? Der kann auch Getränke gleichzeitig tragen. Das Getränk einschenken. Hast du neu drum? Den nehmen wir. Hat zwar nur. Probieren wir einmal. Eine Kellnerin. Du sollst ja dann können einstellen und wir sind fertig. Trägt 3 Getränke, 5, 4, 4. Nicht tragend, Geschwindigkeit tragend, Geschwindigkeit treppensteigend. Trinkgeld, 0 bis 3, 0 bis. Wie 0 bis minus. Die macht minus. Hä? Lohn 5. Zieht jeden Tag. Ja, Trinkgeld? Geht das Trinkgeld uns oder? Stimmung sind den Tag lang 20% langsamer. Für jedes servierte Getränk. Oh. Für jedes servierte Essen, wie viel immer da? Jetzt haben wir erst einmal Geschwindigkeit. 2,6, 2,5. Null bis minus 3. Du hast 5 oder nur 3? 2. Na, warte einmal. Wir haben alles vorbereitet, damit die Gäste kommen können. Bevor wir die Zeit zurückdrehen, wollen wir sehen, wie du Sachen für die Taverne freischalten kannst. Klicke auf die Schaufläche Forschen. Upgrades werden erforscht, indem man verschiedene Arten von Gläsern bedient und du, Gästen bedient und du kannst die Kosten der Forschung auf der linken Seite sehen. Für die Küche müssen wir 25 gemeinsame Gäste bedienen. Hm? Musiker! Unsere einzige Möglichkeit ist jetzt die Küche zu erforschen. Die Anzahl der Gäste pro Tag sagt dir, wie viele Leute im Durchschnitt jeden Tag in die Taverne kommen werden. Kaufe Dekorationen, verbessere deine Taverne, um diese Zahl zu erhöhen. Ah, da, 36,1. Wir sind bereit, wenn wir öffnen werden, schaublich. Mein letzter Tipp für dich ist, dass du darauf achten solltest, ob genug Sitzplätze gibt. Wenn alle Plätze besetzt sind, kaufe mehr Tische und Bänke. Viel Erfolg! Ja, danke! Okay, Leertaste ist schon mit passieren. Und die sitzen sie jetzt und dann werden sie bedient. Ja. Kaufen wir aber gleich mal einen Tisch. Wie viel Platz braucht man denn dazwischen, dass diese Bank oder Wendwicker 2? So. Dann noch weniger Platz. Aber eigentlich. Kann man den wieder weggehen? Oh oh, man tut noch einen Sitz hier auch hinein. Kann man den Tisch wieder verkaufen? Was haben wir da? Das sind 4 besetzte Tische. Da sitzen 8 Bänke. Nein, ich mag den Tisch wieder hergeben. Ah, schau her. Ah ja, mit ein bisschen Verlust haben wir jetzt verkauft. Ja.
ansehen. Aber wie schaut's aus mit dem Bier? Bier haben wir noch. Alles nachfüllen für 9 Weinfass, Limonade, Ale, Milch, Apfelwein, Met. Was schmeckt der? Und was haben wir denn für, ist für Deko? Wandtexturen, Bauen, Bodentexturen. Oh geil. 1000. Oh, da haben wir Apps vor. Lichter, die wir uns nicht leisten. Teppiche können wir uns auch nicht. Ey, du hast sogar zugezoomen. Ja. Aber den Tisch, den hätten wir uns eigentlich brücken können, gell? Den Tisch, den hätten wir uns brücken können. Nur mehr so viel aus. Also, irgendwie. Das hat das Spiel. Trinkt's. Und nicht nur Wasser trinken. Ist noch auf die Bier. Wo Bier ist, so ein Wurst, Sammy. 5 Bier ist ein Schnitzel. Esst. Wird da automatisch abwaschen, ne? Nur. Wie groß kommt der Bau? Schön. Bauen. Kosten ein Fenster 50. Und anreißen. Ah, schauen wir erst mal, dass wir ein wenig Geld verdienen. Gibt es ja nur bei Trinkgeld, zünd ich einmal. Braucht man für einen Sitz. 50, da, gleich herkommen. Können wir schon wieder 2 mehr bewirten. Warten wir, bis wir den nächsten 50 haben. Da geht's einer. Leckeres verwässertes Wasser und lecker verwässertes Bier. Tretet ein, bringt Glück herein. Ja, also der Start ist bis jetzt ziemlich ruhig, sage ich jetzt mal. Geld 120, das wird nicht mehr. Vielleicht hätten wir da nur durchs Trinkgeld. Das ist doch auch ein Blödsinn. Haben wir auch noch alles? Irgendwas. Alles nachfüllen für 18. Haben wir noch. Braucht man bei der zweiten Bedienung, ist die ein wenig zu langsam. Ende den Namen der Taverne, wenn du auf das Schild vor der Taverne drückst. Ah, okay. Hey, Xos Maria hat mich jetzt gerissen.
Herzlichen Glückwunsch zur Freischaltung der Küche. Hier ist ein Bonus von 800 Uhr, damit du genug Geld hast, um sie zu bauen. Kaufe eine Küchentheke. Dann koch ein. Warte auf Kunden. Oh, wie nehmen wir denn unser Theken? Oh! Es ist Maria. Zum Tänzen den Gerwulf. Und weiter geht's. Ändere den Namen, habe ich. Beende beliebende Forschung, habe ich. Aber, wahrscheinlich müssen wir noch die Küche bauen, aber eine Bank mag ich noch her. Eine Bank will ich her. Und jetzt eine Küche. Eine Theke. Kiste. Was brauchen wir denn, Nüsse? Sehr Nüsse. Banano. Wir müssen uns gleich mal vergrößern. Bauen. Wand wegreißen. So, da haben wir doch Kich raus. Warum mag jetzt das nicht? Jetzt. Nein, das nicht. Nein, wieder löschen. Löschen, weg. So eine Innentür. Dann muss man einen freien Durchgang. Und Textur, Boden. Das ist so eine halbe Wand. Küche. Koch und Bedienung. Koch sollten dann dahinter stehen. Da steht der Koch, da stehen Bedienungen. Oh, was war denn jetzt die Pfeile? Du kannst keine Rübe kaufen, weiß ich nicht. Haben wir zwei Kisten. Wenn es das Spiel sagt, dann sollten wir das tun. Und dann müssen wir noch einen Koch einstellen, war das, gell? Wo war denn jetzt das nochmal? Da drin. Da ist noch finster. Oh. Du, Marika, na mal.
gibt's neues Forschen. Limonade. Komm her, stimme das. Hast gleich jemand. Bleibt's da. Setz den aus. Es gibt schon noch was zum Essen. Kommt schon noch. Oder gehen sie jetzt da drum, weil es Feierabend ist. Kann natürlich auch sein. So. Hoch, was kostet der Hoch? Geschwindigkeit. Fähigkeit für Dessert, Fähigkeit für Hauptgericht, Fähigkeit für Suppe. Der kann überhaupt kein Hauptgericht. Der kann alles so wenig. Der kann das nicht, der kann das nicht. Stimmen singt, ja, das brauche ich eigentlich nicht. Eigentlich jeder. Der normale. Hey. Um Gottes Willen hat man das auch noch. Bediente Kunden 33. Sitzplätze 13. Durchschnittliche Belegung 100%. 10,9 Sekunden. Und Boni. Das waren mal nicht die 800, die wir mal gekriegt haben. 1. April. Haha. Verärgerte Kunden. Keiner. Na, schön, ja. Dann brauchen wir aber noch eine Bedienung, eine Kellnerin. So, Moment. Beginnen wir mal den nächsten Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bin gespannt, was das Spiel noch alles so bringt. Man sieht sich in der nächsten Folge. Ciao.